So, hallo, ich bin die Freunde von meinem Service. So, ich meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zum mittlerweile 10. Part von Pokémon der blauen Edition. Ja, letzten beiden Aufnahmen waren ja zusammen mit dem Zebelino. Boah, Alter, die Fahrradgeräusche, ne, die gehen mir jetzt gerade so hart auf den Sack. Dankeschön. Die gehen mir gerade echt so hart auf den Sack. Auf jeden Fall, die letzten beiden Aufnahmen waren ja zusammen mit dem Sepp und haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, so ein Pokémon Together. Also das werde ich mal öfters machen, wenn der Sepp mal vorbeischaut, dass ich einfach mal random Projekte einfach mal zusammen mit ihm mache. Also meine Projekte dann zusammen mit ihm und so. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind, weil wir das sehr, sehr spät am Abend aufgenommen haben, genauso wie jetzt gerade. Wir haben jetzt gerade den 29.01. 2.58 Uhr und ja, das wird dann alles noch irgendwann später kommen und so. Also heute um 15 Uhr. Und ich werde jetzt einfach mal gegen diese Dose Hure kämpfen, traue ich euch da mehr mit der Dose. Ja, ich habe jetzt eine Stimme des Todes. Ich habe eine sehr männliche Stimme, ich bin nur eine Transe. Könnte auch ein Junge sein, wenn man die Haare wegdingst. Nein, könnte kein Junge sein. setzt Mozi ein. Was für Pokémon habe ich eigentlich gerade so? Ist ja schon ein bisschen lange her. Genau, Negakuss hat sich ja weiterentwickelt. Stimmt, meine Fresse. Also, dick Darm. One Hit. Alter, es ist mega gut, Alter. Wie viel Schaden der einfach macht. Meine Fresse. Holy motherfucking shit. Heieiei. Also ich werde jetzt übrigens auch wieder die ganzen Texte vorlesen und das ganze Zeugs und das, was ich halt... Komme ich von hier? Ich habe sowas von keine Ahnung mehr. Hallo? What the fuck? Wo zum Fick bin ich? Wo zum Fick bin ich? Was für Pokémon habe ich eigentlich gerade alles? Negakuss, Furzknoten. Genau, ich habe mir Sepp gefangen. Genau. Ein Knofenser. Stimmt. Aber was zum Fick? Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, gibt es hier irgendein Item? 100%? Nein? Okay. Nein, okay. Also ich glaube, wir müssen hier lang, weil ich glaube nämlich in der letzten Folge haben wir nämlich verzweifelt versucht, irgendwas zu finden. Nur frag mich nicht mehr was, ich habe keine Ahnung. Ich sag, nein, ich will nicht schon wieder in eine Höhle. Ich will nicht schon wieder in so eine fucking Höhle. Oh Gott, ich hasse fucking Höhlen. Ich hasse Mondberg. Ich hasse Mondhöhle. Mondberghöhlen. Ich hasse generell Höhlen. Oh, Alter. Na gut, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was so auf mich zukommt. Ich werde übrigens jetzt mal. Höhle klingt eher nach. Ich glaube, ich lasse Sepp einfach mal kurz kämpfen, weil in der Höhle ist entweder Wasser-Pokémon gut oder halt Pflanzen-Pokémon. Ich bin einfach mal gespannt. Schieß ja nur eine Tussi. Können wir die aus dem Weg gehen? Ausgetrickst, Nutte! Scheiße. Und jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Ich glaube, ich hätte jetzt Sepp nicht kämpfen lassen, glaube ich, ne? Das ist ein bisschen doof irgendwie, ich weiß es nicht. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Genau. Genau deswegen. dann werde ich jetzt einfach mal... Pokémon wollte ich schon sagen. Pikachu gegen Pikachu! Pikachu! Meiner ist natürlich der stärkere. What the fuck? Haha, Noob! Noob! Und wieso kannst du jetzt zweimal angreifen? Das ist unfair. Ich hoffe, du bist One-Hit. Schade. Hätte ja sein können. Egal, Rückzug, wie wird ihn jetzt, glaube ich, ausnocken, hoffentlich. Ja, danke schön. Ich habe ihn ganz schön besiegt. Setz Pipi ein. Ich habe keinen Bock. Bitte kein Einschlafzeugs machen. Bitte. Bitte nicht. Es hat keine Wirkung. Dankeschön. What the fuck? Ah, Duplexieb. Was auch immer das ist. Ich glaube, die Attacke hatten wir noch nicht, ne? Das ist die hintereinander. Ist ja genauso nervig wie Wickel, Alter. Wieso kann man nicht einfach, auch wenn das ein bisschen Abwechslung ist, ne? Aber wieso kann man nicht einfach eine Attacke so durchgehen? Ich mach nicht so. Wickel. Ich hoffe mal, ich übersteuere. Ich habe mein Mikro jetzt nicht eingestellt. Wenn doch, dann tut es mir natürlich sehr leid. Und wenn ich zu leise bin, dann tut es mir auch sehr leid. Nein, ich hab hier. Ja, schön für dich. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal Pokémon wieder heilen gehen. Oh, ich habe keinen Bock auf so eine fucking Höhle, Alter. Ich will nicht mehr Pokémon spielen, Alter. Ich will nicht mehr.
Wie oft wollen wir dich eigentlich noch sehen? Ach ja, ich kann ja wieder mit euch sprechen. Ich habe gehört, dass in den Lavandia böse Geister spuken. Ach ja, die Lavandia-Syndrom-Musik. Mein Gott. Ist auch so ein Thema auf YouTube, ne? Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Penis bekommen. Wieso ich jetzt Penis gesagt habe? Wegen dem P. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker, beziehungsweise schwächer. Ach, was? You don't say! Blue schaltet den PC ein. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz Items lagern. Ja. Ablegen. Weil ich ja total viel im Dingens hab. Helix-Fossil. Bootsticket. Was habe ich noch? TM, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was für ein TM das ist, aber ich glaube, ich brauche... Nein! Na! Ich hasse mein Leben. So, die TM kann ich noch... Achso, okay. Ja, ich hab nur einmal gedrückt und so. Okay, TM30 auf jeden Fall noch. So. Ja, Windows-Meldung. Ich weiß, dass du Aufmerksamkeit möchtest. und ja, Mondstein. Ich glaube, das kann ich auf jeden Fall behalten. Die Form 1 behalte ich auch mal. Item aufnehmen. Ja, jetzt möchte ich bitte schön mein Fahrrad wieder mit haben. Ich frage mich auch, wie das in das PC-Dingens gepasst hat. So. Genau, jetzt habe ich eigentlich alles, ne? Kann ich den Mondstein irgendwie auf irgendein Pokémon benutzen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Oder so. Oh, da bin ich froh, wenn ich gleich schlafen gehen kann, ne? Ich habe morgen so viel geplant, ne? Deshalb kommt auch wieder die Tage vorbei. Habe ich ja schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir dann wieder Pokémon zusammen auf. Ich weiß nicht, Felstunnel. Ich habe keinen Bock auf so einen fucking Tunnel, Mann. What the fuck? What the fuck? Ich glaube, hier muss ich nicht lang. Oder? Habe ich Blitz? Woher bekomme ich Blitz? Ich habe einen... Ja. Ich bin hier falsch. Alter Vater, meine Fresse, wo soll ich denn dann bitte schön hin? Okay, hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ich bin hier falsch. Ich kann da noch nach unten, aber es geht nicht mehr nach unten. Es geht nicht mehr nach unten. Das ist unfair. Ich habe keinen Surf. Ich habe nur Zerschneider. Kann ich hier nicht lang? Nein? Nicht? Nein? Nein! Ich will nach Butkel. Ich glaube, da komme ich auch nur mit Blitz weiter oder so. Oder ist es so dunkel? Ich gehe da jetzt einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob das so muss, aber ich gehe da jetzt einfach durch. Ich bin cool, ja? Ich darf das. Was habe ich denn so für Attacken? Zerschneider, Rankenhieb. Nein, dankeschön. Ja, okay, das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Wickel? Nein! Sepp, du scheiß Hurensohn-Emo. Sag weh, das kommt jetzt... Oh, das kommt jetzt jedes Mal, oder was? Alter, Sepp, du scheiß Emo. Ich hasse Emos, ich hasse Emos. Deswegen gibt es bestimmt so viele Emos. Hundertprozentig genau nur deswegen. Wegen Pokémon. Ich stelle mir auf jeden Fall ziemlich witzig vor. Ja, komm weiter. Sepp, jetzt mach ich platt. Komm, mach ich platt. Mach ich platt. Sepp hat voll die Duckface-Lippen. Oder Nicki Mirage oder wie es auch immer heißt. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Okay, hallo? Ich gehe da jetzt einfach mal nach rechts lang. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang soll. Ich weiß es zum verfickten Fick nicht. Aber ich mache es einfach, weil ich cool bin und hip. Hip, hip. Ah, genau, das ist sehr effektiv, genau. Bitte sei tot. Dankeschön. Ja. Sehe ich denn auch Pokémon-Bälle und Ausgänge? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ansonsten ist das jetzt gerade verschwendete Zeit, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt gerade alles nur... Ah, wieso? Wieso? Ich hasse diese Verwirrungsscheiße. Das glaubt ihr gar nicht. Also theoretisch könnte ich mit Wickel echt...
viel, viel stärkere Gegner richtig krass kaputt machen. Ja, außer die machen mich kaputt. Oder Sepp. Was? Was? Alter, ich hasse mein Leben. Ja, Sepp, verletz dich bitte selber. Du bist ein Emo, bla, das kennen wir ja schon. Was ich jetzt dann eben mal nochmal mache, meine Fresse, ey, das ist schon wieder so viel Stress, so viel Stress. Ich hab so, boah, ich hab so einen Hals, ich hab so einen Hals schon wieder. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich jetzt einfach Donner machen werde, damit der jetzt endlich mal tot ist. Weil ich hasse Zubats. Also Kleinsteins kann ich auf jeden Fall Sepp gegen kämpfen lassen, aber jetzt Zubats so, das ist wegen der Verwirrungskacke jetzt irgendwie ein bisschen zu nervig. Lauf 16 Fußzeichen! Mal ganz im Ernst, hab ich noch Tränke? Oh gut, ich habe noch genug Tränke. Alba, Sepp, du bist übrigens eine schöne Blume, eine wunderschöne Blume. Eine wunderschöne Blume. Ja, eine wunderschöne Blume. Alter, komm jetzt die ganze Zeit nur noch zu Batz. Oh Gott. Bitte. Ja, Bis ist okay. Bis ist okay. Bad sieht super schade, ist not okay. Oh, das sieht doch noch so wenig ab, ne? Meine Fresse. Mach es bitte 5-mal hintereinander. Dankeschön. Ich hab gesagt 5-mal. Überhaupt nicht nervig oder so. Ah! Meine Fresse. Ich hatte Höhen, hab ich das schon mal gesagt? Gott! Ich hab auf jeden Fall schon mal eine Titelüberschrift. Für diese Folge. Ich hasse Höhlen. Höhlen sind böse. Very böse. Okay, ich habe jemanden gesehen. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass ich hier im Dunkeln rumlunge. Ich glaube, das ist wirklich keine Idee. Setz Tragosso ein. Ich glaube, ich bin tot. Sepp wurde besiegt. Yay! Sehr schön. Sepp, du Noob. Ist da Aquaknarre? Okay, ja doch. Ich wusste es. Ich wusste es, aber... Wieso ist Fulzknoten nicht so stark, Alter? Der kriegt mich so auf. Ne, der kriegt mich so auf. Meine Fresse. Bis in den Knochenschädel. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nahrhaft. Und Fleckmon. 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 Das faule Arschloch. Ich weiß gar nicht, ob er auch... What the fuck? Wie wenig zieht ich der bitteschön ab? Ja, okay, gegen Wasser ist es... Ich hasse Höhlen. Ich hasse Höhlen. Ich könnte jetzt eigentlich auch mein altes lösen. Alter, wieso zieht das so wenig ab? What the fuck? Alter, mal ganz im Ernst, wie viel Leben hat dieses faule Viechhurensohn, ey? Ja, da zieht ja echt Aquaknarre mehr ab als Biss, obwohl Aquaknarre total Unkacke-Zeug so ist. Alter, ich brauche auf jeden Fall einen Fleckmon. Ganz im Ernst. Ey, das macht ja meinen Level 28er total im Arsch. Krass, krass. Was ist übrigens der Pokémaniac, den das Mädchen, glaube ich, draußen angesprochen hat? Game over für Fächern. Schön für dich. Alter, ich glaube, ich werde sehr, sehr viel Spaß in dieser Höhle haben. Ja, ich weiß, dass es keinen Effekt hat. Ich wollte ja auch Furzknoten. Nein, verstehst du? Furzknoten. Und nicht Sepp. Sepp ist zwar auch ein Furzknoten, aber... Ah, man sieht Leitern. Oh, wie schön ist das denn? Oh, da laufe ich jetzt einfach mal trotzdem hier im Dunkeln rum. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle in die Kommentare schreiben, wie scheiße ich doch bin. Ich solle doch einfach mal Blitz holen. Also ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ich Blitz herbekomme. Das könnt ihr wirklich sehr, sehr gerne tun. Dann laufe ich nämlich in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, je nachdem, wie viele Folgen ich jetzt aufnehme, einfach dann nochmal dann zurück und so. Und hole mir halt Blitz. Ach, ich habe 21! What the fuck, wo geht's hier lang? Schon wieder ein Kleinstein. Also ich hätte mir, glaube ich, echt Schutz oder sowas holen sollen, ne? Das ist ja echt todnervig mit den ganzen Monstern so die ganze Zeit hier zwischendurch. Ja, meine Fresse. Ah. Na, theoretisch könnte ich jetzt eigentlich auch mal Blubber benutzen, weil das ist... Ah. Ich habe nur gerade mal Penis aus meinem Nasenbein geholt. Okay. Hallo? Hier ist es zu groß. Hier ist nirgends sowas. Ich übersehe wahrscheinlich auch alle Pokémon-Bälle. Ich übersehe echt alles. Zu Hause zeichne ich gern Pokémon!
Wahrscheinlich bist du weiblich, hundertprozentig. Ich wusste es. Ach nee, das sind alles Pokémaniacs. Okay. Oh nein, Level. Gott, Jana, ich brauche dich. Obwohl, nein, ich benutze Negakuss. Trotzdem, wie nervig Fleckmon ist, mal ganz im Ernst. Mal ganz. What the fuck? What the fuck, wie viel das einfach abzieht, ne? Wieso? Wie? Ich check diese Pokémon-Logik manchmal nicht. Ich check sie einfach. Ich checke sie zum verfickten Fick einfach nicht. Meine Fresse, ey. Ja, Gus hat recht, Level 27. Yay! Ich bin erschöpft! Das ist sehr schön. Oh, ich liebe mein Leben. Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Das ist jetzt eine Frau. Hundertprozentig. Das habe ich an der Musik gehört. Dankeschön. Pokémaniacin? Nee, Pfadfinderin, okay. Mirabler. Ja, da ist Furzgrund jetzt eigentlich ziemlich scheiße gegen. Aber wir wollen es einfach mal probieren, meine lieben Freunde. Wir wollen es einfach mal probieren. Alter, ich komme echt nicht darauf klar, dass der Hurensohn so wenig abzieht. Ne? Das ist echt... Meine Fresse, ey. Die ist ja schon fast arm. Nein! Ja, mach ruhig Absorber, bla bla bla. Ich hasse Höhlen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, oder? Ich glaube, das habe ich wirklich schon mal erwähnt. Und mach das noch nicht mehr richtig fertig. Ich hab eine Phobie gegen Höhlen, ich weiß es nicht. Es geht dieser Attacke auch noch daneben. Ich hasse mein Leben gerade so sehr. 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 Bisasam. Ich habe kein Feuer-Pokémon. Ja, komm, Pikachu, mach es einfach. Bring es einfach zu Ende. Stirb am besten einfach noch. So wie du halt möchtest. Alter, wollen die mich verarschen? Was wollen die denn bitteschön noch alles gerne mit meinem Körper machen? Vergiften, einschläfern, paralysieren, vergewaltigen, Hurensohn. Jetzt besamen die mich auch noch. Meine Fresse. So viel Scheiße passiert heutzutage in der Folge, ne? Was heißt heutzutage? Heute in der Folge. Level 24! Das ist sehr schön. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Ein Stückchen getrunken. Oh, ich habe verloren. Ja, meine Fresse. Ich hasse mein Leben. Gegengift. Okay. Sandra braucht Gegengift. Und habe ich Aufwecker? Oh, ich habe nur noch zwei Aufwecker. Meine Fresse. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe rechts. Oh, ich liebe mein Leben. Gott, ey. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf sehr, sehr viele weitere Höhlen in Pokémon. Alter, wie, du bist Level 29 und der 17, du machst ihn noch nicht mal kaputt, oder was? Alter! Boah! Ey, irgendwann bringe ich mich um. Komme ich hierher? Oh, ich glaube, ich komme hierher, ne? Ja, ich komme... Oh. Ein Macholo, yay! Ich glaube, keiner wollte Macholo, ne? Ich glaube, ich mache das auch wirklich so, weil ich die Liste jetzt total vercheckt habe, dass ich in einer Folge irgendwann alle Pokémon sammeln werde, die es halt zu fangen gibt. Also, was heißt zu fangen gibt? Die es halt, die halt sich gewünscht wurden, dass ich sie fange und so. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich bin gerade nur so verzweifelt, weil diese Höhle mich schon wieder so kaputt fickt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Vor allem würde man einfach Chili-Milli aufnehmen, ne? So ohne Stress und sowas, gerade Pokémon und so, weil ich hundertprozentig weiß, dass mich Outlast gar nicht so hart ficken wird. Und dann kommt sowas hier, ne? Das ist echt sowas von unfeierlich, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Wohin geht's denn hier? Oder komme ich von hier? Ich... Ne, hier von hier komme ich nicht, okay. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Ich bin auch so ein Spaßvogel, ich mache YouTube-Videos. Hurensohn. Wehe, du hast einen Fleck, Mann. Wehe. Glumanda? Glumanda? Cool. Ich will einen Glumanda haben. Aquaknarre. Tut mir leid, dass ich dich jetzt auslösche, aber... Also,
zweideutig auslösche sogar. Ha, versteht er? Ha, 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 Flamme auslöschen und ihn auslöschen, versteht er, wegen Tod machen und so. Ha, ha, ha. Irgendwann bringe ich mich noch um. In diesen schlechten Witzen. Und was haben wir da? Ein Tragosso wieder. Das chillt doch, das chillt doch, das chillt doch. Vielleicht erreicht der Furzgurk noch Level 30, bevor es die Höhle verlässt. Dann kann ich jetzt auch endlich mal wieder Pikachu und Dickdarm und Jana leveln. Dickdarm, 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 Dickdarm. Musik, Bockmaniac, yay! War so gut. Ja, das ist sehr schön. Dankeschön, tschüss. Und wohin geht's hier jetzt? Ein Onix, what the fuck? Soll ich es fangen? Ich weiß es nicht. Nein, ich fange es nicht. Ich habe schon... Soll ich es fangen? Ich weiß es nicht. Nein, ich fange es nicht. Nein, ich mache es kaputt. Wenn wer ein Onix haben möchte, dann... Ich habe schon Tank. Ich habe schon Jana. Ich habe schon fettes Viech. Alter, gibt's so viele Wege, ne? Meine Fresse. Ich glaube, noch nie ist jemand hier im Dunkelland gelaufen, weil er hundertprozentig weiß, wo er Blitz bekommt, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, woher ich Blitz bekomme. Weil ich weiß, 100%, dass ich da lang muss und irgendwo hätte Blitz herbekommen sollen. Glaube ich. Erreicht Level 30! Weil ich bin auch gerade am überlegen, wo ich das hätte bekommen können. Ich habe echt sowas von keine Ahnung. Also ich werde es auf jeden Fall von euch in den Kommentaren erfahren oder ihr schreibt mich an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Macht es einfach, wie ihr möchtet. Ich werde schon irgendwie erfahren, 100%. Und dann werde ich halt in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, je nachdem, wie viel ich jetzt noch aufnehmen werde. Weil es kommt ja darauf an, wie lang die Höhle jetzt noch wird. Wenn ich jetzt in 10 Minuten aus der Höhle raus bin, dann mache ich die Folge auch schon zu Ende. Weil ich denke mal, ich mache halt nur die Folgen, Höhle und so. Weil das halt immer so abschnittsweise mache und so. Ich weiß schon Bescheid, ne? Ja, ich weiß schon Bescheid. Ich glaube auch, Sepp werde ich, glaube ich, auch in der Arena leveln, wenn ich mich nicht recht täusche. Weil jetzt kann ich sie auch leider nicht mehr wiederbeleben. Oder halt in irgendeiner Trainerstraße oder so. Werde ich das, glaube ich, machen. Ja, ich glaube, das mache ich in irgendeiner Trainerstraße. Dann level ich ja halt auch noch Level 25. Du bist go, danke schön, fetter Sack. Da ist auf jeden Fall die Höhle. Und da rechts war nochmal was. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt im Kreis laufe, weil im Dunkeln kann ich mich noch weniger orientieren, wo ich jetzt eigentlich gerade lang laufe. Von daher ist es jetzt gerade ein bisschen doof, was ich hier eigentlich theoretisch mache, aber... YOLO. Okay. Hallo? Ich sehe nur noch schwarz und diese Felsen. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, ich hätte noch irgendwie jemanden fragen sollen oder im Internet nachgucken können oder so. Aber nein. Das mache ich ja nicht. Ich bin spontaner Let's Player. Oder so. Also außerdem, wen willst du um 2:30 nachts fragen? Okay. Da war ein Trainer. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ja, ich habe mich auch verlaufen, Mann, Bro. Lass mal zusammentun. Nase erstmal hochziehen. Onix. Ja, ich glaube, Furzgurk wird auf jeden Fall jetzt in dieser Höhle, glaube ich, echt nur Level 31 oder so werden, wenn es so weitergeht. Weil Onix gibt auf jeden Fall ziemlich gut EP. Auch wenn er nur Level 20 ist, aber hey. Ich weiß auch, wieso er Level 20 ist. Meine Pokémon jetzt schon mittlerweile Level 30 sind. Und wenn ich nur Furzgurk gehabt hätte, dann wäre er schon Level 40 und so. Keine Ahnung, ich weiß schon, was ich meine. Luft holen. Tütet ihm Glubber eigentlich auch komplett? Tatsache, wieso benutze ich denn eigentlich immer Abkackknarre? Ich habe keine Ahnung. Und ein Kleinstein. Nein. Ich habe ja ansonsten keine anderen Pokémon, glaube ich, so. Und wieder Blubber. Und stirb. Yay, du bist tot. Aber man merkt bestimmt meine Begeisterung schon so krass aus der Stimme heraus. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin so happy, in der Höhle zu sein. Sagt er, wo bin ich? Wo geht's jetzt nach draußen? Ich hoffe hier. Bro, ich hoffe es wirklich. What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich bin falsch gelaufen, oder was? Ich will nicht falsch gelaufen sein. Ich will bitte nicht falsch gelaufen sein. Bitte, ey, das kannst du jetzt bitte meinem Herz nicht antun, Spiel, ey. Ich will nicht falsch gelaufen sein. Ich möchte nicht noch wieder 50 Minuten in so einer Kackhöhle sein. Alter, du bist Level 30, Furzknoten. Jetzt lern doch endlich mal aus deinem verfuckten Leben, dass du ein starkes Pokémon bist. Ja. Ja. Yay, Level 31.
versucht, Panzerschutz zu lernen. Nein, ich brauche keinen Panzerschutz. Ich brauche keinen Panzerschutz. Ich brauche keinen Panzerschutz. Nein. Ja. Ist hier auch kein Pokémon-Ball oder so? Ey, hier ist gar nichts. Oh, doch. Oder? Hallo? Alter, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Auch wegen den Zufallskämpfen. Ich vergesse immer wieder, wo ich gerade überhaupt war. Ich glaube, ich werde niemals mehr hier rausfinden. Ich glaube wirklich, dass ich niemals mehr hier rausfinden werde. Ja, hundertprozentig. Ey, Alter, ich glaube, ich lasse Jana jetzt erstmal nur noch kämpfen. Meine Fresse. Jana hat auch eine Wasser-Pokémon-Attacke, die dann die kleinen Steins und sowas kaputt machen kann. Das ist, finde ich, gerade echt nicht mehr zum Abfeiern. Ich bin gerade so schon generell total am Ende hier mit den Nerven, ne? Und dann kommt das hier, ne? Meine Fresse, ich könnte explodieren, ne? Glaubt ihr gar nicht. So, Jana tauschen mit Furzknoten. Dankeschön. Das ist mir jetzt, wo geht's lang? Okay, da oben. Boah, noch ein Trainer, ey. Dieser Tummel ist verdammt lang. Ja, ich weiß, meine Fresse, du bist so witzig. Meine ist auch verdammt lang, ey. Ah, Kleinschein, 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 Kleinschein wahrscheinlich jetzt, ne? Hundertprozentig. So, Aquaknarre. Ich bin so begeistert, ne? Es wird schon wieder so eine produktive Folge, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Ah, ich liebe mein Leben. Macholo, ja, Macholo ist mir eigentlich auch egal. Macholo ist, denke ich mal, auch One-Hit-Tot. Beziehungsweise dürfte eigentlich One-Hit-Tot sein. Also, was heißt One-Hit-Tot sein? Ich glaube eher nicht, aber... Karateschlag. Ja, Jana hält genug aus, von daher passt das. Alter, Macholo würde 20 Schläge circa brauchen, bis sie Jana kaputt gemacht hat. Bis er Jana kaputt gemacht hat. Ah, noch ein Kl... Wow, jetzt habe ich mal Popschutz verdingst. Also. Aquaknarre. Oh, das macht zu viel Spaß, ne? Boah, mein Popschutz, Alter, das bricht irgendwann noch auseinander. Das ist so kaputt, das Teil. Ah, Jana, ja, komm, mach hinne. Ich will endlich aus dieser Kackhöhle raus und nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Das ist ziemlich uncool. Ich möchte endlich mal... Ich wollte nur hart pinkeln. Deshalb, jetzt komm. Komm, ich werde ungeduldig. Ja, ich habe gewonnen. Also hier unten ist wirklich gar nichts. What the fuck? Wieso? Wo war ich gerade zu ficken? Wieso ist da jetzt auf einmal eine Leiter? Ich bin verwirrt. Ah. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ja, ist schön. Ich möchte da einfach nur raus, bitte. Einfach nur raus. Raus. Ah. Ich meine, drehe ich wirklich noch durch wegen Pokémon, ey. Ah. Wieso ich Blubstrahl mache, ich weiß es nicht. Einfach weil Jana auch mal irgendwann pinkeln muss. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jana reicht ja mit 31. Yay, ich freue mich so. Georock. Krass. Die Weiterentwicklung von Kleinstein, glaube ich. Und die dritte heißt dann, glaube ich, Geowatz, wenn ich mich recht entsinne, ne? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist echt zu lange her, als ich Pokémon gespielt habe. Ah, bitte, bitte, lass es da einfach den Ausgang sein. Bitte, bitte. Ach, guck mal. Oh, wie dumm war ich denn, bitteschön, ey. Ich hätte da einfach lang gehen müssen. Okay, jetzt nach oben oder unten? Ich weiß es nicht. Also, ich hätte einfach nach oben gehen müssen und nicht einmal so eine Runde laufen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, komm, Blubstrahl. Alter, wieso, Jana, machst du jetzt Furzknoten nach? Kannst du mir das mal bitte sagen? Okay, ich gehe oben lang. Wahrscheinlich ist oben der falsche Weg, aber hey. Vor allem jetzt läuft mal wieder ein Stück, ne? Und dann wieder Kampf ohne Ende, ne? Das ist auch schon wieder so eine Sache, die mich am Pokémon einfach total aufregt, ey. Ah, ja. Man hat nie Ruhe. Aber hier ist, denke ich mal... Wieso kann ich keine Pokémon-Bälle ertasten? Das habe ich gerade schon probiert. Weil normalerweise dürfte ich ja gegen Pokémon-Bälle laufen. Theoretisch. Oder so. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass es unten weitergeht. Na, ich versuche gerade irgendwo den Pokémon-Ball zu ertasten, aber hier liegt wohl keiner. Da liegt anscheinend keiner. Ist
oder ich kann ihn nicht sehen, weil ich keinen Blitz habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Mann. Ich weiß es echt nicht. Ich fange an zu heulen, ey. Das, ich sag ja, man läuft zwei Schritte und kommt dann wieder zum nächsten Gegner. Das ist so nervig an Höhlen. Das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Boah. Wehe. Wehe. Alter, es gibt schon wieder zig Millionen Wege hier. Ich gehe jetzt einfach erstmal immer unten lang. Ich weiß, man kann schön leveln und alles mögliche, aber trotzdem, es ist so hart nervig. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist so wie so ein kleines, nerviges Baby, was die ganze Zeit einmal am Bein hängt und das ganze Bein voll sabbert oder so. Oh, hier ist so eine Sackgasse. Weil ich muss doch irgendwo ein Pokémon liegen, aber hier liegt keiner, weil ich doch schon doch die ganze Zeit diesen Nahkampf nicht mehr steuere. Mir geht's gut. Oh Gott, ey. Ja, die Attacke war sehr effektiv, das freut mich. Yay. Kannst du mich so besiegen? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Nur weil du fett bist und, weiß ich nicht, irgendwie zwei fette Eier aus den Beinen rausgucken hast? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso ich daran jetzt gedacht habe. Das sieht irgendwie nur ziemlich witzig aus. Vor allem, was jetzt ziemlich wild wäre, wenn ich jetzt gleich wieder am Anfang rauskommen würde. Das würde mich so hart verwirren, das glaubt ihr gar nicht. Wahrscheinlich kommt es auch noch dazu, hundertprozentig. Jetzt, wo die Pokémon wieder Level 21 sind hier bei denen, würde mich das echt nicht wundern. Das kommt wahrscheinlich noch so. Das Spiel möchte mich wahrscheinlich echt noch verarschen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, und erreicht Level 32. Yes! Das ist sehr schön. Und noch ein Georock. Georock! Ich bezweifle echt, dass ich gleich noch eine Folge Pokémon aufnehmen werde, aber ich, so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich noch eine Folge Pokémon aufnehmen. Oh, immer dieses oben oder unten. Das ist doof. Das ist sehr doof. Du besitzt ein Pokédex. Cool! Fußzeichen. Ich möchte auch einen haben. Ja, dann kauf dir einen. Pokemaniac. Ja, ich wie Fleckmon. Aber hundertprozentig. Ich hasse Fleckmon. Aber ich frage mich trotzdem, wieso Jana dem so viel abzieht. Das ist echt mega verwirrend, aber. Jana ist halt stärker. Jana ist fett. Jana hat einen Sperma-Klöpf, gerade Dingens auf dem Kopf, wie es so mal heißt. Sperma-Fleck auf dem Kopf. Jana ist einfach cool. Jana ist einfach cool. So, jetzt komm! Ich will endlich aus dieser fucking Höhle raus, ey. Sonst sieht mein Kommentar ansonsten nur noch so. Alter, wie viele Fleckmons hast du? Meine Fresse. Was bringt eigentlich Blubberstrahl? Ah, das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Ich bin ein Hurensohn. Fund. Boah, Höhlen steigern meine Laune immer so hart. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe, die Höhle ist gleich zu Ende. Ich hoffe es wirklich, ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Ja, ach, ich bin ja so neidisch. Fußzeichen, ja, und schwul. Geh rein. Alter, wie groß ist diese fucking Höhle? Wie groß ist diese fucking Höhle? Och, komm mir im Dunkeln bloß nicht so nahe. Oder muss es so dunkel sein? Muss es so dunkel sein? Also das frage ich jetzt wahrscheinlich viel zu spät, aber muss es so dunkel sein? Es kann auch erst sein, dass ich Blitz erst viel später bekomme. Alter, das wird mich so hart abfucken, ne? Wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Nein! Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Wehe, du benutzt wieder...
Dankeschön. Fick dich, fick dich. Duckface-Maul. Ja, der lässt jetzt Sandra einschlafen, hundertprozentig. Ich weiß es doch ganz genau. Yay! All meine Pokémon schlafen! Und ich habe nur noch einen Aufwecker, das ist so toll. Boah, ich hasse Höhlen nicht. Ich hasse diese verfuckten Fickhöhlen, ne? Das glaubt ihr gar nicht, ne? Alter, ich hasse dieses verfuckte Fickspiel. Also, hassen tue ich es nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Vor allem, ich möchte auch nicht die ganze Zeit rumragen, weil Pokémon ist wirklich ein tolles Spiel, aber trotzdem fucken mich diese Kackhöhlen echt so sehr ab. Es war so dunkel, ja. Es ist so dunkel, ich kann meinen Penis sehen. Weil der so groß ist. Ha. Super Trank erstmal. Also ich muss erstmal ein paar Leute heilen. Ne, erstmal dich heilen, weil man erstmal hier Negakusch, ne? Geben wir dir erstmal neue Füllung, Furzknoten, die geben wir ein paar neues China-Nudeln zu essen, keine Ahnung. Und Jana geben wir einfach noch ein paar Törtchen. Oder Pizza. Ne? Okay, zwei schlafen. Ich habe nur noch einen Aufwecker. Sandra oder Jana? Sandra oder Jana? Sandra oder Jana? Sandra oder Jana? Ich weiß es nicht. Kann ich den nicht machen? Ich kann den leider nicht machen, okay. Ich muss Sandra leveln. Jana ist auf jeden Fall schon Level-Dingend. Bin ich jetzt hierher gekommen? Ja. Boah, ich hasse Frauen. Du bist jetzt Pokémon! Lass uns kämpfen! Yay! Ja, wir spielen auch gerade zufällig Pokémon. Da ist es normal, dass ich ein Pokémon besitze, Meister Obvious. Oh, ist das Meister Obvious? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ah, wie dumm bin ich! Egal, dann lasse ich jetzt Jana eben auf. Obwohl, das bringt eigentlich gar nichts. Ich muss dann Sandra nehmen. Because of Blitzattacken und mein Stuhl knatscht. Rückzugib, yay! Boah, Alter, ich bin so froh, wenn ich aus dieser Kackhöhle raus bin. Das glaubt ihr gar nicht. Das haben wir auch schon 1000 Mal jetzt gesagt. Sandwirbel, ja, bitte, spritz mir dein Sperma mit ins Gesicht. Oh ja, und Dankeschön. Oh, jetzt habe ich gerade abgespritzt. Ich will für Scheiße labern, ne? Und wir... Alter, ich werd von einem... Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen, oder was, Spiel? Willst du mich wirklich verarschen? Durch ein fucking Sandwirbel ging gerade 3 Attacken daneben. Ja, das Spiel möchte mich wirklich verarschen. Ja, dann haust du jetzt eben. Mach ihn für dich. Ja, dann komm jetzt. Wach irgendwann mal bitte schön auf. Bitte wach auf. Bitte. Ja, komm. Oh, es tut so weh. Wie viel Schaden du mir einfach machst. Oh, aua. Ich glaube, das wird wieder nur so eine stumme Folge. Gott. Ja, Wirbelwind. Dankeschön. Holy Macaroni, ey. Ist ja echt nicht mehr normal hier. Ihr merkt meinen Frust, glaube ich. Ich glaube, ihr merkt es. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ansonsten verkacken die anderen Pokémon wieder. Ah, Pokémon macht mich immer so gefrustet. Das ist echt schön, besonders bei Höhlen. Erreicht Level 33, yay! Wann er lernt, Jana eigentlich mal neue Attacken, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Alter, ich möchte ja nicht aus dieser Kackhöhle raus. Ich möchte ja aus dieser Kackhöhle raus. Ich bin schon innerlich so ein Wrack, ich muss mich jetzt gleich ritzen. Du bist ein harter Brocken. Ja, ich weiß, ich habe auch einen harten Brocken in der Hose. Ha. Gott, ey. Oh, es gibt schon wieder 2 Wege. Cool. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist sehr beruhigend. Oh, bitte lass... Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, deshalb hoffe ich, dass du jetzt auch einfach der letzte Gegner bist, weil meine Stimme ist gerade schon am Versagen. Ich möchte gleich noch Outlast aufnehmen, eventuell einen Pokémon-Part und Amnesia und alles, was ich aufnehmen möchte. Oh. Oh, ich will gleich erstmal einen schwarzen Tee oder so machen, ey. Meine Stimme muss ja erstmal wieder normal werden. Mirabler, nein, ich möchte das Pokémon immer noch nicht wechseln. Ich möchte jetzt einfach nur aus dieser fucking Höhle raus. Höhle raus!
Ich seh immer bei Camtasia, wie die Tonspur immer total rot wird. Also wenn ich wirklich übersteuert sein sollte, dann tut es mir wirklich leid. Dann tut es mir wirklich zum verfickten Fick nochmal leid. Kann ich echt nichts machen. Ach ja, ich habe gerade so viel gelabert, dass ich damals gemerkt habe, dass ich vergiftet bin. Das ist auch cool. Gott, ey. Ja, besiege die Pfadfinderin. Yay, ich bin so glücklich. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Ja, ich weiß, Penispunkte, ey. Oh, wo ist es da? Oh, bin ich froh, wenn ich gleich hier raus bin. Meine Fresse, bitte lass sie rausgehen. Bitte, 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 bitte. Was ist das? Felstunnel. Geht's hier raus? Geht's hier raus? Geht's da 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 raus? Felstunnel. Fick dich. Ich wollte die Folge doch einfach nur beenden. Hab ich mal gesagt, dass ich mein Leben hasse? Besonders wenn ich Pokémon aufnehme. Ja, komm, Tauboga, yay. Ein Tauboga wollte, glaube ich, auch jemand haben. Sofern ich mich jetzt gerade, glaube ich, erinnern kann. Ich denke mal wirklich, dass ich es so machen werde, ihr wisst schon Bescheid, dass ich das so machen werde, dass ich halt in einer speziellen langen Folge dann die ganzen Pokémon fangen werde. Ja, komm. Ich bin noch nicht fit, es interessiert mich so einen harten Dreck, ob du fit bist oder nicht, und jetzt brauchst du mich auch nicht so scheiße angucken, du scheiß Mädchen. Speichern. So, ich habe endlich diese fucking Kackhöhle fertig und deshalb sage ich einfach mal, wenn ihr Pokémon haben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich denke mal, ich werde jetzt trotzdem noch einen Pokémon-Part aufnehmen, weil ich Bock drauf habe. Aber zwischendurch werde ich auf jeden Fall einen Tee trinken, kost auf meiner Stimme, damit ich noch Outlast nachher aufnehmen kann und Amnesia. Und ich muss erstmal irgendwie runterkommen, weil ich habe so einen Hals, ne? Kackspiel. Ja. Haut rein, meine Freunde. Danke sehr fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Pokémon, der Blauen Edition. Tschüss!